So. Räume ich mal alles auf. Bringe wieder alles in Ordnung. Dass man das auch wieder genauso antrifft, wie man es auch verlassen hat. Das war da, das war da. Das ist alles da. Das war da, das war da. Da, da. Jetzt muss ich hier die zwei... Warte, geht das? Okay, da bin ich jetzt... Nein. Aber ich glaube, warte, auf der ist doch Glück drauf. Oder auch nicht. Ist ja egal. Ich glaube, wir machen mal ein paar. Habe ich zwei Dinger gekriegt. Ja, supi. So, das ist Aluminium. Das ist Erde, das ist Marble, das ist Iron. Das ist Obsidian. Marble. Das war hier. Ja, der war hier. Was ist denn das da? Schon wieder ein Frostain. Das war so und das ist irgendwas so. Keine Ahnung. Nein, die Crafting-Table brauche ich nicht. Aber da gibt es eigentlich schnellere Furnaces. Was ist denn das? Minecraft Wiffle Nazi bin ich im Arsch, Junge. So. Wir könnten eigentlich noch. Ne, machen wir jetzt nicht mehr. Wenn die Sonne geht unter. Wir haben hier, finde ich, gute Arbeit geleistet. Wir sind da drin. Ach so, noch einer. Gut, die zwei nehme ich noch mit. Und dann... Warte, wo habe ich denn die Materie? Ach, das war auch aus dem Nether, ja. Alles klar. Dann würde ich doch einfach mal sagen... Was ist hier für diese Aufnahme? Und ich würde sagen, wir haben jetzt in dieser Folge sehr viel Hexit oder Hexit bezogen gemacht. Gerade mit so, wie nennt man das jetzt, Braun und das ganze Braten, also nicht Braten, sondern halt, ja, Braun sagt man da halt. Und das hat, muss ich sagen, wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Auch wenn es jetzt am Anfang noch ein bisschen chaotisch ist, man findet sich auf jeden Fall nach der Zeit ein. Es wird auch bestimmt in den nächsten Folgen jetzt mehr mit Hexit weitergehen, also nicht jetzt irgendwie wieder was erforschen oder irgendwie sowas, sondern wirklich sowas, was halt auch, was man auch hier halt finden kann, was man bauen kann. Das ist zwar nicht mehr so, ja okay, viel ist bestimmt schon noch, aber das hängt dann wahrscheinlich alles so zusammen, also Rüstung oder... Wir haben jetzt wahrscheinlich das alles hier gemacht. Bis hier. Also bis hier, also ist über eine Seite. Und wie ihr seht, so viel... Eigentlich gibt es gar nicht mehr so viel. Da gibt es einen Kalminite-Reaktor. Keine Ahnung, für was das alles ist. Deshalb unnamed. Hier gibt es noch irgendwas.
Deshalb würde ich einfach mal sagen, was ist hier für diese Aufnahmesession. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Oder gleich hier, jetzt in der Fortsetzung. Weiß nicht, wie ich die Folgen schneide. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Hexit. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Tschüss. Ja, liebe Freunde, damit begrüße ich euch jetzt zu Exit. Gerade habe ich Euro Truck Simulator aufgenommen. Ja, ich werde mal ganz kurz hier schlafen gehen, damit es Tag wird. Ja, ich habe ja in der letzten Aufnahmesession hier alles mal eingeebnet. Habt ihr in der schnellen Version gesehen, denn da ging mein Mikro mal wieder nicht. Sehr gut. Das hier ist alles noch gleich. Also wie gesagt, nur das hier habe ich ja in der letzten Aufnahme-Session gemacht. Oh, der Baum da hinten. Ja, ja, steh hoch. Ja, der Plan dafür ist einfach, ist eigentlich ganz einfach. Ich möchte nämlich ein Lagerhaus bauen. Das größer ist als das da unten, denn das wird mir ein bisschen zu klein, muss ich sagen. Und vielleicht möchte ich auch da unten irgendwas anderes dann reinmachen. Aber ich finde so, von der Größe her ist das Lager einfach zu klein. Deshalb werde ich mich wahrscheinlich in dieser Aufnahme-Session, weiß ich nicht, ob es jetzt in dieser ist, mich an den Bau machen, vielleicht, ich weiß es noch nicht, vielleicht werde ich es auch offline machen. Ich werde jetzt hier erstmal hier in diese Schlucht gehen und ich habe mir gerade, bevor ich angefangen habe, mir das mal angeguckt mit dieser Pistole, was man ja hat. Ad Project, ne, was? Muss ich mal kurz suchen. Weiß nicht, aber ihr kennt es bestimmt. Also diese Pistole, was ja glaube ich auch diese ja, hier habe ich die Pistole, die ja auch die Piraten haben auf dem Schiff. Die werde ich mir zulegen, denn ich habe es gerade getestet, so ein bisschen im Singleplayer, und ich finde die eigentlich recht stark, muss ich sagen. Die hat jetzt keine Ahnung wie viel Schaden gemacht. Also die ist jetzt fast so gut hier wie mein Ender Sword, muss ich sagen. Ich nehme hier jetzt einfach mal alles mit. Weiß nicht warum. Wir machen jetzt einfach wieder eine kleine Rohstofftour. Können wir auch ein bisschen XP sammeln. So. Sind wir denn Level 30? Redstone werde ich auch noch mitnehmen, denn ich möchte noch gerne ein paar Sachen mit Redstone machen hier. Ja, ich glaube, das hier habe ich ja auch letztes Mal gebaut. Und falls ihr da natürlich dann wieder frühzeitig abgeschaltet habt, weil ihr euch gefragt habt, was soll denn der Kack? Dann, ja, kein Problem. Kann ich verstehen. Aber da ist einfach mal wieder mein Mikro abgekackt. Das sind Dias. Nichts mehr Neues hier in Hexit. Und war da nicht gerade ein Zombie oder sowas? Oh ne, hier geht's ja weiter. Ja, das machen wir gleich. Jetzt hole ich mir die Dias ab. Oh, da ist was. Komm her. So. Ich kann mal schön XP farmen. Da ist jetzt nichts mehr, dann werde ich mal hier weitergehen. Gott, ach Gott. Was es hier alles gibt. Ich will das mal weg hier. Kein Schwein braucht das hier. Warte, was kriege ich denn da raus? Krieg ich da Koppel raus? Ne, kriege ich gar nichts raus. Hier sind auch nochmal Dias. So, Delschen.